Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich sind die Haribros wieder back. Ja, seit ein oder zwei Jahren laden wir mal wieder ein Video auf YouTube hoch. Ich glaube schon länger, schon seit 4 Jahren oder so. Und es hat auch einen besonderen Anlass, denn Call of Duty ist da. Call of Duty Black Ops Cold War ist da, ja, falls ihr schon mitbekommen habt. Und im Hintergrund seht ihr auch ein Gameplay von mir mit der M16 auf Satellite. Und ja, in dem Video wollten wir einfach mal so ein kleines Statement abgeben über Cold War und was mit uns jetzt los ist und was jetzt so wir vorhaben oder so. Und ich würde sagen, soll ich anfangen oder du? Ja, fang du mal an. Genau, also zu Beginn machen wir jetzt erstmal so eine kleine Geschichte. Wir haben ja seit 4 Jahren oder so nichts mehr hochgeladen, nichts Gescheites. Jetzt haben wir uns ein bisschen langweilig, jetzt haben wir überlegt, jetzt machen wir mal wieder weiter. Allerdings können wir euch gleich sagen, das wird nicht so, so ausführlich sein, wie wir es schon mal gemacht haben. So 3 Videos in der Woche wird es nicht geben, denke ich mal. Und wir werden eher auf Twitch dann aktiv sein, also mehr... Genau, ein paar Livestreamen, wenn wir halt Bock haben, schmeißen wir einfach die Elgato an und genau. Dann laden wir einfach einen Livestream an. Mhm. Oder machen so ein Best-of-Video, laden vielleicht auf YouTube hoch. Genau, und wir haben natürlich auch noch vor, zusammenzuziehen, dann wird es nämlich auch leichter mit Livestream, weil wir dann immer beieinander sind, da seht ihr uns halt immer, sonst muss halt immer einer Livestreamen. Oder einer muss immer zu den anderen gehen, ihr wisst Bescheid. Genau, deswegen, da suchen wir auch gerade nach einer Wohnung. Aber jetzt zum Game, oder? Wir wollen ja ein bisschen Call of Duty Geschichte erzählen. Ja, genau. Und ja, wie finden wir das Game eigentlich? Also, ich finde, das Game ist, man kann es spielen, aber natürlich gegen die größten Schwitzer, aber da kann man nichts mehr dran ändern, denn so ist einfach Call of Duty geworden oder wahrscheinlich alle Games. Man muss einfach schwitzen, um, ich wollte schon sagen, Spaß zu haben, aber man hat eigentlich auch gar keinen Spaß mehr. Also man hat mal einen Loop-Lobby gefunden, nachdem man gegen 5 Schwitzer-Lobbys gespielt hat. Aber ja, das ist halt einfach so, die Waffen sind ganz in Ordnung, die Maps ist, gibt es keine ultra geilen Maps, aber ja, es gibt spielbare Maps, wie zum Beispiel Satellite, die Map, die ihr gerade seht. Und ja, oder was sagst du dazu? Ja, ich stimme dir dazu, das ist alles die ganze Zeit, dieses Skill-based Matchmaking in den letzten Call of Duty ist auch, da kann man sich wieder pausenlos drüber reden, Skill-based Matchmaking, ja, man muss einfach damit leben und natürlich hat man ein paar Runden, wo es geil ist, man dann wieder ein paar Runden, wo es abfuckt und genau die Maps finde ich auch nicht schlecht. Wie gesagt, kein Hijacked oder Standoff oder irgendwie sowas dabei. Hoffentlich kommt irgendwie nochmal was raus, zum Beispiel Nuketown ist ja jetzt rausgekommen. Wir haben jetzt 4 Runden davon gezockt oder ich habe nur 4 Runden davon gezockt, ich bin komplett ausgerastet, weil man läuft vor, stirbt und man läuft nochmal vor und stirbt nochmal, also keine Ahnung, ja. Sie ist jetzt nicht so cool wie jetzt zum Beispiel die letzten Call of Duties, wie Black Ops 2, aber da gab es ja das Skill-Best-Match-Making noch gar nicht. Und ja, also hoffentlich kommen noch andere Maps raus, die wir dann zocken können. Ja, diese 24-7 Nuketown ist sowieso so verschwitzt und ja, wie das ganze Game halt. Ja, und ja, man sieht es auch bei Nuketown, das ist manchmal solche komischen Lags dazwischen und eigentlich ist die Verbindung alles super bei uns, aber das ist auch immer so komisch oder das hängt die so ein bisschen, die müssen dann noch irgendwas machen, da müssen auch noch ein paar Updates rauskommen, dass es mal gescheiter wird. Und ich hoffe, die machen das dann so wie in Black Ops 4, dass sie auch so ein paar Remakes von den alten Black Ops Teilen reinbringen. Oder halt wie in MW, die tun halt immer nacheinander so die ganzen Maps reinbringen und dann vielleicht kommt ja Raid oder sowas, das wäre ja, natürlich richtig geil. Das wäre natürlich wild. Und wenn Liga rauskommt, dann würden wir vielleicht auch noch ein bisschen mitschwitzen. Ja, weil wenn man Liga spielt, hat man ja Bock auf Schwitzen. Dann ist es was komplett anderes. Da geht man halt auf Sieg und nicht auf Streak. Fakt, ja. Und auf Streak gehen ist halt in diesem Spiel komplett. Genau. Und dann vielleicht noch irgendwas zu irgendwelchen Waffen, oder? Zum Beispiel, was ist deine Lieblingswaffe? Genau, Waffen. Also Waffen sind auch alle geil, also die meisten. Ich spiele zurzeit die MP5 und wie gesagt, im Hintergrund die M16, die sind endlich richtig heftig. Die M16 ist die Burst-Waffe, oder? Das ist die Burst-Waffe. Ja, aber die finde ich richtig geil. Ich weiß schon gar nicht, wie die Waffen heißen. Nee, weiß ich nicht. Ja, eben. Muss man sich halt erst reinschwitzen. Aber die M16 ist nice, die MP5, ja, und die AK für die Sturmgewehre, die finde ich auch nicht schlecht. Also das sind so die 3 Waffen, die ich spiele. Die, genau. Ja, genau, die M16 ist am Anfang echt Schrott. Also wenn ihr da noch keine Aufsätze habt, dann müsst ihr euch echt erst hochleveln. Aber dann, wenn ihr die Aufsätze habt, dann macht es echt Spaß mit der Waffe zu zocken. Und ja, genau. Ja, das wäre jetzt eigentlich schon so ein kleines Meinungsvideo von uns vom Spiel. Genau, schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare und wie ihr schon rausgehört habt, wir streamen, also schaut es auch auf jeden Fall vorbei, der Link ist unten. In der Videobeschreibung, genau, hauen wir auch noch rein, Twitch-Kanal, wir werden wie gesagt öfter streamen, wäre auf jeden Fall, würde uns freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und dann ja, würde ich sagen, ja, schreibt eure Meinung runter über das Spiel. Und dann würde ich schon sagen, dass wir uns verabschieden. Das war so ein kleines Video von uns. Genau, dass ihr uns mal wieder gesehen habt, wie wir ausschauen. Genau. Wir leben noch. Jawohl, ein bisschen verändert. Immer noch hässlich, aber ja, kann man nicht machen. Irgendwas muss ja bleiben. Und ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, Jungs.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns im Stream. Ciao.